Guten Morgen, es ist Freitag, der 12., oder? Ist schon Freitag, der 13. Wir haben Freitag, den 13., genau, heute ist Freitag, der 13. Wir sind heute Morgen um kurz vor 8 am Lac de Nausac losgefahren, haben dann 10 Minuten später auf einem Rastplatz gefrühstückt und sind mittlerweile schon auf der A75, die jetzt südlich geht Richtung Montpellier, wollen über das Viadukt von Milau. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das denken. Das Wetter ist noch herrlich, es soll aber auch hier schlechter werden in Südfrankreich. Mal gespannt. Jetzt wollen wir heute nach La Cavalerie, das ist kurz nach dem Viadukt von Milau. Fahren wir runter und müssen wir mal gucken, wie es Wetter wird und was wir machen. Wir melden uns dann gegebenenfalls später nochmal. Ah, noch ein Nachtrag zu dem Stellplatz am Lac de Nausac. Ein wunderschöner Stellplatz. Also ich für mich kann sagen, so einen schönen hatte man noch nie. Klar, mit der Aussicht, mit dem Wetter muss man natürlich auch dazu sagen, hätte es jetzt geregnet, wäre es natürlich anders gewesen. Aber wir waren sehr zufrieden. War schön, der freie Tag gestern. Wir sind auf diesen, der See ist ja sehr leer und deswegen konnten wir weit rauslaufen. Wir haben euch dann noch Bilder, wo wir euch mit Sicherheit mittlerweile eingeblendet haben. Also, dann bis später mal. Macht's gut. Da wir den Platz schon um kurz nach 8 verlassen mussten, haben wir unterwegs gefrühstückt. Gleich kommen wir an die Brücke von Milau. Das Viadukt ist mit 2460 Meter die längste Schrägseilbrücke der Welt. Bei einer maximalen Pfeilerhöhe von 343 Meter die größte Brücke der Welt, das höchste Bauwerk Frankreichs und die höchste Brücke in Europa. Noch kurz zu den Kosten. Da unser Telepass nicht funktioniert hat an der Brücke, wir nehmen an, dass wir nicht weit genug nach vorne gefahren sind, haben wir ein Ticket gezogen und haben laut Abrechnung 42,90 Euro gezahlt. Das wäre normal der LKW-Preis. Auch die Belladonna muss mal tanken, deswegen haben wir uns an der Ausfahrt 54 für die Leclerc-Tankstelle am Supermarkt entschieden, zu einem Preis von 1,75,9. Hier die Anfahrt dazu. Thank you.
Eine Stunde später und der Umfahrung von Montpellier und Narbonne kommen wir hier schon nach La Palme. In Frankreich fahren wir gerne auf Plätze mit der Camping Car Park Karte. Diese Karte kostet einmalig 5 Euro. Mit dieser Karte kommt man auf diese Plätze, indem man die Karte vor das grüne Terminal vor die Tastatur hält. Auf diese Karte wird Guthaben geladen, um beim Verlassen des Platzes bezahlen zu können. Am ersten Terminal kann man seine Karte aufladen. Unser Platz kostete zu dieser Zeit 12,34 Euro pro Nacht plus Strom VE inbegriffen. Hier die Ver- und Entsorgung. Es gibt zwei Plätze zum Entsorgen. Es gibt Toilettenschacht. Es gibt Wasser allerdings. Ich glaube, da kommen immer so 7 Liter pro Knopfdruck. Ist also eine langwierige Geschichte. Wir hatten einen tollen Platz. Und zwei Mobilwetter standen nebeneinander, getrennt durch eine ganze Generation. Später führte uns der Weg nach Port de Nouvelle an den Strand. Am nächsten Morgen wurden wir mit einem herrlichen Sonnenaufgang belohnt. Der tolle Sonnenaufgang über die Salzwiesen der Salina von La Palme. Nach dem Frühstück ging es dann zum Aldi.
und anschließend zu den Flamingos. Nach 2 Tagen fuhren wir weiter, etwa 8 Kilometer, nach Le Cat Plage. Hallo, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber da ist unser Wohnmobilstellplatz. Und jetzt drehe ich mich mal um. Da unten sind die Pyrenäen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so erkennt. Und hier ist das Meer. Und wir stehen in Le Cat Plage. Da freue ich mich jetzt seit einem Jahr drauf, hier zu stehen. Es war Sonntag und dann ging es für uns in die Pizzeria. Nachmittags gegen 15 Uhr ging es an den Strand zum Baden. Das Wasser war herrlich. Nach einem Tag Le Cat Plage sind wir für 2 weitere Tage nach Saint-Marie de la Mer gefahren. Das sind etwa 20 Kilometer nochmal südlich von Le Cat. Während unseres Aufenthaltes hier haben wir das erste Video geschnitten. Hallo, guten Morgen. Wie
sind auf der Autobahn von Perpignan Richtung Spanien. Jetzt zeige ich euch mal, vor uns liegen die Pyrenäen. Wir haben das jetzt wirklich so gemacht, dass wir auf die Autobahn gefahren sind für das letzte Stück und dann zahlen wir halt Maut. Und unser Toy-Collect, unser Maut 1 hat funktioniert, hat gepiepst. Weil auf der Brücke von Milo hat es nicht funktioniert. Ja, was war? Gestern haben wir einen ruhiger Tag gemacht. Wir hatten vorgestern Nacht, hat es geregnet. Und gestern war wunderschönes sonniges Wetter mit einem Lüftchen. Und von daher hat Mahel natürlich mal wieder nicht gemerkt, wann sie zu viel Sonne hatte. Aber gut, so ist es. So, und jetzt gucken wir mal, in einer Stunde sind wir schon in Roses. Dann bis später. Ja. Es sei denn, der piepst gleich. Er piepst! Mit der spanischen Grenze endet unser zweites Video. Wir hoffen, es gefällt euch. Für Anregungen in den Kommentaren sind wir offen. Im dritten Video geht es nach Roses und Emporia Brava an die Costa Brava. Seid gespannt!